Also wir wissen, dass es funktionieren kann. Ein Pulverfass zu zünden bedeutet nicht, dass das Schiff entdeckt wird. Das ist gut. Das heißt, wir können einfach aus der Unsichtbarkeit heraus Pulverfässer zünden. Und mal schauen, wie weit wir mit unseren 7 Brandern oder 9 Brandern kommen, die wir hergebracht haben. Wie viel die wohl zerstören können. Ob die genug zerstören können, um vielleicht ein, zwei Türme loszuwerden, damit unsere großen Kriegsschiffe später deutlich einfacheres Spiel haben. Vielleicht klappt's ja. Segel setzen. Okay, Spielstand ist nicht im Eimer. Geh ein bisschen tiefer rein. Dann werden wir aber einen dritten brauchen, nur um sicher zu gehen, dass die Ablösung kein Problem darstellen wird. Denn die müssen sich gegenseitig überlappen. Die tun das nur begrenzt. Also wenn wir definitiv ein Schiff brauchen, das den ganzen Hafen hier, dass diese beiden Schiffe, nein, dass diese beiden Schiffe hier abdeckt. Das kann ruhig ein bisschen tiefer sitzen. Nein, nicht so, ich will, Alter. Ich will nicht hier, ich will, dass du genau dahin warst, wo du gerade standst. Sieh es als Sicherheit. Für dein Leben. Gib mir einen Moment, ich arbeite dran. Du bist zu tief drinne. Ich will nicht, dass du... Alter, ich hasse manchmal die... Feuer wütet in ihrer Siedlung. Müssen wir ganz diskret vorgehen. Das bewahren wir fürs Erste. Du kannst zur Hölle fahren. Zeiten ändern sich. Das ist eben Kismet. Was immer das heißen soll. Hey, Überraschung. Verschwinde, okay. Oder ich habe mich geirrt. Den Haien zum Fraß vor. Ein Pulverfass zu zünden bedeutet automatisch, dass das Schiff entdeckt wird. Schade. Nicht wahr? Ja. Okay, dann funktioniert auch die Taktik nicht. Und da habe ich mich so klug gefühlt. Wir hätten uns so viel Ärger damit sparen können. Das ist unglaublich. Aber ich bin nicht bereit, unsere Brande einfach zu verschwenden. Wir laden nochmal. Ich bin nicht bereit, unsere Brande zu verschwenden. Wird teurer, wenn wir das so machen, aber... Mal schauen, wie viel wir auslösen können. Wir müssten halt genau im richtigen Zeitpunkt den Krieg erklären. Gut. Das war eine Verschwendung von Lebenskraft. Schon wieder. Nein, geh weg. Es bedeutet immer noch nicht, dass es absolut nutzlos ist. Diese Rauchballen werden wir definitiv gebrauchen können. Nur nicht in gemeinsamen Kontext mit den Pulverfässern. Vielleicht überleben die alle einen Schuss. Das mehr müssten die nicht überleben. Gering ist nicht wichtig. Wo ist das Wahnwitzige?
Ja, das waren wir jetzt hier, nicht wahr? Ja. Das muss direkt hier in der Mitte stehen. Ich nehme von dir, was mir zusteht. Okay. 15 Sekunden. 15 Sekunden. Do it. Feuer verwüstet ihre Stadt. Ab sofort solltest du meine Schiffe besser meiden. Okay. Du spielst mit deinem Leben. Es wäre ratsam zu zahlen. Wir haben nicht viel Geld. Ich glaube, du hast nicht begriffen, was auf dem Spiel steht. Wir können das nicht umsetzen, so wie ich es gerne hätte. Ich habe erwartet, dass ihr mich... Können wir. Es ist nicht das Schwert, das tötet, sondern die Hand, die es... Geschäft. Ach, so 40.000 bezahlt, ja. Das ist umso besser. Eine gar vergnügliche Entwicklung. Genau mein Geschmack. Interessante Auswahl. Es wird mehr Geld wollen, nicht wahr? Das schreit nach Verlust. Wehr dich nicht. Dein Geld ist bei mir in besten Händen. Vielleicht können wir sie noch ein bisschen besser verteilen und noch mehr Explosionen verursachen. Wahrscheinlich aber nicht. Das ist gering. Das ist hoch. Für geringe Sprengkraft verschwenden wir das mal nicht. Hohe Sprengkraft. Die hohe Sprengkraft hat hier 500 Schaden ausgelöst. Das ist ein ganz neues Maß an Enttäuschung. Ihr seid ja doch zu etwas zu gebrauchen. Was führt dich zu mir? Wenn du ein wahnwitziges hättest, würde ich es sofort nehmen. Passt aber nicht. Ah, das Ganze hier wird nicht aufgehen, das ist... zu teuer. Nein, Kasa, Krieg. Zu früh. Eine gegnerische Flotte drängt in ihr Hoheitsgebiet vor. Eine Alternative wäre, Schiffe zu benutzen, die Kaperbriefe und Pulverfässer gleichzeitig hätten. Dann könnten wir uns durchgehend noch einkaufen bei ihm. Mir zusteht. Das bringt das nichts. Wird schon sehr bald das bringt tun. Alles nichts. Die ganze Sache mit den Nebelschwaden war die ideale Taktik und sie funktioniert nicht. Weil die Dinger sofort enttarnt werden, sobald die Pulver was gezündet haben. Ach, das ist ärgerlich. Wie viel Zeit wir jetzt darauf verschwendet haben, diese Brande reinzuschicken, das ärgert mich jetzt einfach. Wir hätten es vorher testen sollen, ich weiß. Bevor wir uns direkt auf den Plan gestürzt haben, wie die Hyänen, die wir sind. Aber so wird das auch nicht lohnenswert sein. Und viel Schaden lösen wir nicht aus. Also richten wir nicht aus. Verkaufen wir die Schiffe wieder beim Venezianer. Kriegen wir zumindest ein bisschen Geld zurück. Samt Pulverfässer. Die Pulverfässer werden wir nicht brauchen. Die werden uns hier nichts mehr bringen.
Nebelschwaden, was ich auch eine absolute Verschwendung von allem. Aber nicht ganz. Wir können die immer noch benutzen, um unsere Schiffe unbemerkt hinzubewegen. Chef, was machst du da? Ich wollte, dass du einsammeln gehst. Alter, Spiel! Wie hart möchtest du mich noch verarschen? Die wollen zu Alter hier runter, alles klar. Oh. Eure Anweisung? Wir haben noch die Gesetzlosen, um die wir uns nicht gekümmert haben. Geht mal als Deckung hier runter. Wir müssen das hier vernichten. Nichts kann uns standhalten. Wir können uns jetzt zwar reinbewegen, können dann Reserven abschließen, müssen es aber sofort zurückziehen danach. Zumindest können wir unbemerkt reinkommen. Das ist vielleicht schon ein bisschen was wert. So, und jetzt sind wir hier relativ unsichtbar. Wir können unsere großen Kriegsschiffe in den Kampf führen. Eine Salve abschießen, zurückziehen, eine Salve abschießen, zurückziehen. Dauert den Kaiser. Wieder und wieder. Deshalb hat er diese Flotte. Die einzige Möglichkeit, die ich hier gerade direkt sehe. Entsandt. Euch kann man auch benutzen, um hier vielleicht ein bisschen reinzuschießen. Quick save. Spiel gespeichert. Wie nah können wir rangehen, ohne entdeckt zu werden? Das ist die nächste Frage. Ziemlich nah. Alle in Reichweite, Feuer und zurückziehen. Okay, der muss raus, die können da rein. Dieser bedeutsame Auftrag, mit dem ich euch betraute, ist er beendet. Wie schön, dass man euch mit derlei Angelegenheiten betrauen kann. Hier gibt's gerne mal Kriegsmaschinen aus, habt ihr das Gefühl. Gegnerische Flotte drängt in ihr Hoheitsgebiet. Du bleibst draußen. Ey, Leute. Und zurückziehen. Du verpiss dich. Ihr geht wieder rein. Die Nebelschwaden sind jetzt gerade ganz spontan doch sehr nützlich. Und zurückziehen. Du verpisst dich ganz. Dir geht's auch nicht gut genug. Dir geht's wieder rein. Die Taktik geht aber auf.
zurückziehen. Du gehst ganz raus. Kannst schon, geh ganz raus. Meine Nein! Verstärkung ist aber eingetroffen. Also nehmen wir den Verlust des einen Schiffes mal hin. Ausnahmsweise. Wieso wird er entdeckt? Okay, wieso wurde er entdeckt? Jetzt laden wir. Aber jetzt nehme ich es nicht mehr hin. Die Taktik funktioniert. Das ist gut zu wissen. Und wir haben für eine ganze Weile lang Rauchballen. Die Brander werden natürlich jetzt erstmal euch alle verkauft. Aber warum der jetzt entdeckt wurde, weiß ich nicht. Und das ist natürlich ärgerlich, dass das Korsarenschiff gerade zurückgekommen ist. Denn das hätte natürlich wahrscheinlich unsere ganze Flotte sofort enttarnt. Wahrscheinlich hat es die Flotte enttarnt. Und das ist passiert. Das ist da reingesegelt in den Nebel und hat dementsprechend die Schiffe aufgedeckt. Okay, dann müssen wir verhindern, dass das Korsarenschiff wieder zurückkommen können. Die sind hier angekommen. Ja. Jawohl. Nichts kann uns standhalten. Habt ihr in der euch anvertrauten Sache Neues zu berichten? Ihre Befehle? Euer Befehl. Wo sind die Großen? Wir stehen zur Verfügung. Aufbruch! Ihre Befehle? Keine Müdigkeit vor Schützen. Im Gleichschritt. Wie schön, dass man euch mit derlei Angelegenheiten betrauen kann. Als hätten wir es abgesprochen. Haben wir das nicht? Die Armee marschiert los! Ihr marschiert los! Vorwärts! Wir marschieren los! Keine Müdigkeit vor Schützen! Entweder wir dürfen bei euch leben. Überlegt euch das nochmal. Ja, die Truppen nehmen zwar alle Schaden, weil die hier direkt dran vorbeigehen. Aber nicht so schrecklich. Zurück. Das Schiff ist im Eimer. Nehme ich nicht in Kauf. Nein. Nichts da, Spiel. Vergiss das. Ich starte das Spiel 72.000 Mal neu, wenn ich muss. Aber ich nehme das nicht in Kauf, weil das einfach nur Ketzerei ist und ewig lange dauern würde, wenn wir ewig immer neue Schiffe bauen müssten. Okay, jetzt müssen wir den ganzen Kram wiederholen. Natürlich müssen wir das. Wohin als nächstes? Auf, auf! Vorwärts! Vorwärts! Okay, ich verstehe. Die Schiffe, die zuerst ankommen, sind natürlich die kleinen. Macht Sinn. Müssen ja weniger tragen. Und dann setzen wir die ganze Verdammnis nach hier hin. Sind auf dem Weg. Wie lautet euer Befehl? Sind auf dem Weg. Kann ich dem Sultan von eurem Erfolg berichten? Wie viele Sternorden haben wir? Ah, da ist der Lilienorden. Der Lilienorden macht noch nichts. Und der Phönixorden kann nach hier hin. Sind auf dem Weg. Du darfst das erfüllen. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Ist es dein Ernst? Ihr verblüfft mich immer wieder.
Gut. Hier muss ein Quicksave passieren. Jetzt, wo wir das alles gemacht haben. Spiel gespeichert. Ihr sollt hier den Zugang blockieren. Du lässt dich zurückfallen, noch eine Salve und du bist zu beschädigt. Verstärkung treffen gerade mir ich gerade ein. Zu beschädigt. Du bist einsatzfähig. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Du nicht. Du kommst da rein. Quicksave. Wir speichern jetzt öfter. Viel öfter. Spiel gesichert. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Und zurück. Da haben direkt alle geschossen. Wieso? Das Schiff ist im Eimer. Müssen wir laden. Wieso haben die direkt plötzlich alle geschossen? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Gerade eben haben die nicht sofort alle geschossen. Denn wenn die alle sofort auf ein Schiff schießen, ist das Schiff sofort im Eimer. Keine Chance zu entkommen. Und das wird uns auf Dauer einfach ausdünnen. Wahrscheinlich haben sich diesmal haben sich alle das gleiche Ziel ausgesucht. Normalerweise verteilen die das ein bisschen. Wie lange habt ihr noch Rauch? Eine Weile. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ein Wirbelsturm. Ha! Das habe ich nicht kommen sehen. Zurück. Eine Gegner. Bitte sei nicht wütend auf mich. Du bist zu beschädigt. Du wiederum bist so gut wie einsatzfähig. Du bist erst recht zu beschädigt. Und so machen wir es, bis ein Gebäude nach dem anderen zerstört ist. Es geht noch auf. Zurück, zurück, zurück. Du bist raus, du kommst wieder rein. Du bist auch raus. Und zurück. Wir müssen die halt nämlich viel enger reindrücken, damit mehr Schiffe in Reichweite sind auf einmal. Okay, du bist definitiv raus. Du auch. Wieso? Jeder Mann auf diesem Schiff hat wenigstens einen Wieso? Auf dem Gewissen. Hä?
Seid ihr verschwiegen genug, um diesen Auftrag auszuführen? Wie gewitzt mich so an der Nase herum. Wir müssen sowieso neu laden, weil uns ein Raucher verloren gegangen ist. Aber hä? Warum? Wieso zum Henker ist der angegriffen worden? Ins Kreuzfeuer geraten vielleicht und deswegen dann entdeckt? Also wir sind auf die Dinger angewiesen. Wenn die Dinger kaputt gehen, dann kommt unsere Flotte da nicht lebendig durch. Wir müssen den Gegner ausdünnen, bevor wir uns auf einen offenen Kampf einlassen können. Das war wieder Willkür. Eine Produktion kommt zum Ende. Und zurück. Nein, sie haben sich da allein ausgesucht, der Schiff ist weg. Meine Entermann. Also laden. Ah, wieso machen die das immer? Das ist eine ärgerliche Belagerung. Wir hätten definitiv lieber ein anderes Korsarennest haben wollen. Nee, das kriegen wir nicht platt. Okay, wir kriegen das Blatt, aber es wird lange dauern, das Blatt zu kriegen. Wie seid ihr noch so schön? Der Feldherr wird nicht zu lange dauern. Nur mit jedem anderen Korsaren, es würde das besser funktionieren. Weil wir da den Vorteil hätten, dass wir in alle Richtungen fliehen können. Hier können wir nur in eine Richtung fliehen. Okay, diesmal ist es ein Sandsturm und kein Wirbelsturm. Schießt! Zurück! Das Schiff ist mal einmal. Ich weiß echt nicht, warum die das immer schaffen. Sich direkt das gleiche Ziel auszusuchen. Aber ich wünsche, es gäbe irgendwas, womit wir die verkrüppeln könnten. Irgendein Schiff, das sich explizit für Belagerungen eignet. So ist das nicht ansatzweise der Fall. Dass die Brander natürlich sofort entdeckt wurden, ist natürlich absolut peinlich und ärgerlich. Gut, vielleicht wären die anderen Korsaren desto schwieriger gewesen, aufgrund dessen, dass die Gebäude weniger verteilt gewesen wären.